Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. Hallo aus Bremerhaven. Hier ist Heike von Stamping & More. Und heute möchte ich mit euch einen Kellnerin-Blog verpacken und auch gleichzeitig einen kleinen Kalender für 2020 mit rein, sodass man das als Taschenkalender gut nehmen kann oder mal eben neben dem Telefon legen kann und. So, drin sind hier auch so zwei Tags, wo man auch so seine eigenen Notizen nochmal eben drauf machen kann. Und ich habe es verschlossen mit einem Magneten. Dieses, so ein ähnliches haben wir schon auf den Demo Network Day in Hamburg gemacht im Frühjahr. Da ist die Anleitung von Tanja Rath und die habe ich mir als Vorlage mitgenommen, habe nur eben halt ein paar Maße so ein bisschen abgeändert, so wie ich das bräuchte. Gut, fangen wir an. Und zwar arbeiten wir mit in Waldmoos und Blütenrosa. Das ist eigentlich die Grundfarbe. Das ist Waldmoos und zwar 26,7 mal 15,5. Dann braucht das ist der Rest, der von dem A4-Papier übrig blieb. Dann haben wir hier ein bisschen von unserem Papier. Oh, ich muss gleich mal eben schauen, wie das heißt. Und Blütenrosa, so ein Rest, den brauchen wir noch. Hier habe ich schon was ausgestanzt, was wir zur Dekoration brauchen. Das ist, müssen wir jetzt falzen. Das ist das neue Falz- und Schneidbrett von Stamping Up. Da kann ich euch jetzt zeigen, wie ich das falze. So, und zwar die Schneidklinge logischerweise weg. So, falzen müssen wir bei 4,5. Bei 12,5. Mal eben gucken. Ja, ist richtig. 12,5 und 19,7. Ja. Das geht noch ein bisschen schwer, weil es neu ist. Das wird sich aber nachher ändern. So, das ist jetzt das Grundgerüst, was auch gefalzt ist. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. So, das ist eine Seite. Hier müssen wir an dieser rechten Seite, da ist das schmale Streifen von 4,5. Hier ist 7,2. Und da müssen wir in einem halben Zentimeter Höhe einschneiden, aber nur bis zur Falzung. So, bei 0,5. Jetzt hat man hier auf der Schneidklinge ja die Markierung, wo die Klinge ist. Das heißt, ich muss jetzt mal eben aufstehen und muss mal eben kurz runter, weil ich genau da anlege, wo die Falzung ist. Ja, fast. Nicht ganz, aber fast. So, das war das. Das Brett kann wieder erstmal wieder weg. Dann müssen wir jetzt erstmal eben falzen. Warum das jetzt gemacht wird, zeige ich euch gleich. Weil das ist eigentlich nur, dass der Abschluss so ein bisschen verschönert ist. Es ist reinweg eine optische Sache. So, alles nochmal falzen vernünftig. Auch so, dass es gerade ist. So. Im Endeffekt ist das jetzt so, dass das so zusammengeklappt wird. Was wir jetzt machen, das kleben wir ganz dünn mit einem Tombow. Wirklich schön dünn, dass das auch nicht durchquietscht. Und kleben das hier fest. Dann, das ist das Innen, da wird der Kalender reingesteckt. Dann nehmen wir unser doppelseitiges Klebeband. Unser Abreißklebeband, wie man das schimpft. Und machen unten eine Klebestelle. Wo ist denn mein Aufhebhelfer? Da ist er. Da mal eben sehen, dass wir den Kleber abkriegen. Und auch das kleben wir sauber rein. Ja. Das ist schon mal das fürs Innenleben.
Und zwar brauchen wir den Kalender. Ich habe Designerpapier, habe ich auch schon mal zugeschnitten. Hier ist der Kellnerin-Block. Was ich noch mache, hier am Kellnerin-Block schneide ich noch so Pi mal Daumen ein kleines Stück ab. Ich zeige euch gleich warum. Ich muss da mal eben, ja, ich habe jetzt einen Zentimeter genommen, weil der wird hier reingesteckt. Und dadurch, dass ich ja nun das Klebeband hier habe, so, der passt da genau rein. Das Klebeband unten gemacht habe, kann der nicht bis ganz nach unten rutschen. Somit schneide ich wirklich einen Zentimeter ab. Das ist das Teil, was ich abgeschnitten habe und das war es dann. So, was wir jetzt brauchen, ist einmal noch die Lasche. Diese, die hier rum gemacht wird. Die habe ich in 10 cm Länge mal 3 cm Breite. Schneiden wir uns mal eben zu. 10, also mal eben gucken, wo wir die Schneidseite, so 10 mal 3 cm, das ist schon 3, ja, so und das wird dann gefalzt, machen wir mal eben weiter, und zwar bei 3, und bei 4. Das ist jetzt ein kleines Tick, einen kleinen Tick breiter als die Vorgabe hier, weil hier kommt ja noch der Kalender rein und das ist dann ein bisschen dicker. Somit habe ich das breiter gemacht. So wird das nachher rumgelegt. So, aber jetzt mal eben schnell falzen das. So, das haben wir auch. Das heißt, das können wir eigentlich in der Mitte schon aufkleben. Ja, das kleben wir dann schon mal auf, weil darüber kommt dann das Designerpapier. So sieht man auf der Rückseite diese Falzung, diese Klebestreifen nicht, das kleine Stück. So. So, das kann jetzt mal eben anziehen. So, das ist jetzt der Klebestreifen. Nicht wundern, hier hatte ich noch fast vorher noch ein Band dran gemacht, was mir dann aber nicht gefiel. Das habe ich dann wieder abgemacht. So, das ist jetzt Designerpapier. Und zwar brauchen wir Designerpapier. Das ist die Rückseite. Hier drin ist Designerpapier. Ich muss mal eben gucken. Ich habe das jetzt so. Ja, jetzt ist wieder fest. Designerpapier hier. Und auch hier schmale Streifen. Und zwar habe ich das schon mal zugeschnitten. Das ist, warte mal einen Moment. Ich muss mal eben meinen Blatt umblättern, damit ihr das wisst. So, das sind zweimal Deko. Und zwar nämlich da Vorder- und Rückseite. Okay, ich habe da jetzt längs gemacht, anstatt hier ist jetzt längs, das ist gestreift, das ist aber nicht schlimm. So, das ist einmal für vorne und einmal für die Rückseite. Dann habe ich zweimal 4 mal 15, also die Länge 15 ist bei beiden gleich. 4 breit, zweimal. Und für die Lasche habe ich dann 1 in 5,5 mal 2,5, was oben auf die Lasche raufkommt. Das ist jetzt das Designerpapier, das Stück brauchen wir nicht mehr im Moment. So, und das ist jetzt für die Deko dann. Dann wollen wir jetzt mal eben das Papier aufkleben. Und zwar habe ich hier in, da brauche ich ja keine 6,5, weil das sieht man ja gar nicht. So, das können wir jetzt mal eben aufkleben. Das sieht dann vernünftig aus. Und mit dem Tombow kann man immer noch ein bisschen ruckeln. Da klebe ich es auch auf. Wobei, da kann man mal eben einen Moment anziehen lassen. Hier brauche ich 3 Klebestreifen, denn das muss ja auch fixiert werden, damit da die Tags rein können. Es ist zwar Abreißklebeband, aber es ist schöner, wenn das geschnitten wird. Beim Abreißen kriegt man immer nicht so eine schöne gerade Kante. Und mit Lineal arbeite ich da nicht so gerne, wie andere Demos. Ich habe eine Schere, ich schneide das ab. So, und das habe ich jetzt auch so mal Auge gemacht, die Mitte. So.
Das wird jetzt hier geklebt. Da müssen wir jetzt wieder unseren die Prickelnadel. Ich hoffe, ich bin im Bild noch drin und gehe nicht zu oft raus. Ja. Gut, dann können wir das auch. Ja. Und zwar können wir das jetzt auch so ein bisschen fixieren. So. Das heißt, hier habe ich eine Klebelasche, hier habe ich eine Lasche. Da mache ich jetzt das Sisana-Papier so rauf. Das ist eigentlich jetzt verschönern, weil das Gros als solches haben wir. Ich muss gleich mal eben gucken, Kalender, wo ich den habe. Der Kalender ist eigentlich nicht zwingend notwendig, nur ich habe die kleinen Kalender und verarbeite die dann natürlich, ist klar. So. Sehr schön. Gut. Gut, dann können wir jetzt die Designerpapiere oben drauf machen. Beide so? Ja, sind beide so. Ja, wenn ich den anders... Nee, nein. Ich mache das so gestreift. Dass das jetzt eben quer gestreift ist, dann ist es so. Gut. Oh, ich habe was vergessen. Halt, stopp. Dann machen wir das doch noch nicht. Und zwar das Magnet. Ein Magnet fehlt noch. Den brauchen wir. Und zwar habe ich hier die selbstklebenden Magnete. Muss ich selber mal eben wieder schauen. Huch. Und zwar habe ich eins hier. Ja, klebt. Muss ich mal eben aufkleben. Ja, so, und jetzt nehmen wir den anderen auf der Rückseite. So. Hier seht ihr das. Können wir den Klebestreifen abnehmen. Der ist zwar so. Ja. Und jetzt ist er fixiert. Ja. So, das heißt, jetzt kann das Designerpapier rauf. Das macht dem Kleber macht das nichts, dass das jetzt so ein bisschen angezogen ist. Das ist nicht weiter schlimm. Aber man sieht den das Magnet nicht. Was wichtig ist. So. Und schon ist der Kalender zu. Was ich jetzt noch nehme, ist hier ein von den Mini-Kalendern. Huch, der will nicht. Da auch Kleber ran. Machen wir jetzt mal auf. Auch anziehen. Passt. So, und das ist jetzt für hinten. Das machen wir rauf. Kleineren Blöcke kriegt ihr überall. Ist also nicht das Problem. Die kosten auch nicht viel. Wer möchte, kann sie auch gerne über mich beziehen. Da nehme ich für 10 Stück 2,50 Euro. Die sind Blanko. Und kann ich euch gerne liefern. Ich habe noch einige hier auf Lager. So. Das war das. So, das heißt, seht ihr? Passt. Was jetzt noch fehlt, ist das kleine Stück Blütenrosa hier. Ah ja, seht ihr? Mein Fehler ist jetzt wieder, ich habe Magnet zu weit vorne gemacht. Das heißt, es könnte ein bisschen eng werden. Ich mache mal hier schon mal Tombow rauf. Dass das auch klebt. Lieber ein bisschen weiter rein, denn verdeckt das besser. So. Sehen, dass der anzieht. Wenn er anzieht, ist es okay. Dann fällt das gar nicht auf. Er muss nur mal eben so ein bisschen anziehen. Ja, jetzt geht das. Gut, haben wir auch.
Was jetzt noch fehlt, ist die Deko. Da habe ich ja die Blüten. Und zwar haben wir da ja das Designerpapier Magnolienweg. Da habe ich mir jetzt dieses rausgenommen. Und zwar für diese Blüte gibt es eine Stanze. Kann ich euch zeigen. Die ist das. Die habe ich dafür genommen und die wird sauber ausgestanzt. Hier seht ihr sie. Da ist die Blüte. Dann habe ich mir dieses Teil noch genommen. Das ist eigentlich eine Blüte, die gehört dazu. Ich habe sie aber jetzt als Unterlage genommen für die Deko. Jetzt ist mein Kalender. Ach, da ist er. Das fällt gar nicht so auf, aber hier als Unterlage habe ich das Teil genommen. So, dann ausgestanzt habe ich ja alles. Designerpapier ist auch da. Wie ihr das ausstanzt, wisst ihr. Das brauche ich euch nicht zeigen. So, jetzt brauchen wir unsere Reste Papier. Das rosa nicht. Da habe ich jetzt ja schon ausgestanzt. Seht ihr? Da ist es ausgestanzt. Dann brauche ich Moosgrün. Das ist das Pergament. Ich will mal eben schauen. Ich habe das hier liegen. Und zwar ist das neu. Passend zu diesen, auch zu diesen Magnolien. Und zwar Pergament. Florale Träume. Das ist in drei Farben. Das ist in... welches Rot? Das müsste Blütenrosa sein. Ja, Farngrün. Ja, und das Gelb, ja, das kann ich jetzt so gar nicht sagen, welches das ist, aber ich schaue nach und schreibe es dann unten in der Infobox rein. Also dieses Papier ist sehr schön, man braucht nicht viel, eben halt nur Reste. Dann habe ich die Stanze Blätterzweig. Zwei von diesen habe ich, zwei stanze ich mir aus. Und von dem Moosgrün brauchen wir auch zwei. So. Ach, jetzt weiß ich auch doch, wir brauchen das Blütenrosa, brauchen wir noch. Und zwar hier für innen, für die Tags. Das machen wir gleich. So, jetzt machen wir erstmal eben die Blüte fertig. Da ist das hier. Das ist die Blüte. Da brauchen wir jetzt unsere Dimensionals. Die habe ich hier, die großen. Und zwar auf der Blüte kommt ein großes Dimensional. Und das fixiere ich mir hier auf dieses Unterteil, da er schon ausgestanzt hat. Das passt sehr schön darauf. Nee, ich muss ja nun das Papier abmachen. So, das war das. Dann kann ich jetzt mal eben die Blätter so ein bisschen bearbeiten. Mal gucken, ob das mit der Schere besser aussieht. Ja. Und zwar mache ich die so, dass die so ein bisschen echt aussehen. Das ist ganz einfach gemacht. Den Müll können wir beiseite packen. Und zwar seht ihr das? Das wirkt dann, als wenn das Blatt echt ist. So ein bisschen. So, und das mache ich auch mit diesem Pergament. Identisch dasselbe. Drückt nur nicht so doll wie bei dem normalen Papier. Ach übrigens, nicht hier wundern, das war der neue Papierschneider. Ich habe mal eben getestet, ob die Klinge scharf ist. War nicht so gut, weil die ist scharf. Bin ja gespannt, wie lange die halten. Da können wir euch dann Erfahrungsberichte, werden wir mit Sicherheit so einige Demonstratoren hergeben. Der war ein bisschen schief. So. So, das waren jetzt die Blätter. Die will ich jetzt mal eben so ein bisschen anordnen. Mal gucken. Ich lege mir das vorher immer so ein bisschen hin, damit ich weiß, wie ich das haben möchte. So. Dann kann ich gleich mal unsere Mini-Glue-Dots nehmen oder Mini-Klebepunkte und die hier so ein bisschen fixieren. Wo habe ich die? Da habe ich sie. Da sind sie. So. Dann wollen wir mal eben das so ein bisschen fixieren. Bei dieser Deko im Prinzip ist es eigentlich fast bei jeder Blüte anders. So, wenn man das dann andrückt, durch den Gluter klebt das auch sofort. Huch, der will nicht. Ich stelle mich so ein bisschen dusselig an heute. So,
setzen, das ist besser. Hoch. Der klebt. So. Dann kommt jetzt der da oben. Da ist der Klebepunkt. Da. Das ist besser. Vorsichtig sein, der klebt sofort. Und jetzt kommt noch das Pergament. Sehr schön. So. Das kommt dann hier rauf. Auch mit zwei Dimensionals. Das wird gleich noch so ein bisschen mit dem Glitzerstift bearbeitet. Den Müll mal eben wegpacken. So. Mal eben ein bisschen höher machen. So. Geht, oder? Ja, das geht. So, das haben wir jetzt schon mal aufgebracht. Das, was ich jetzt mache, ist das noch mal eben ein bisschen beglittern. Auch Glitzerstift, der ist so wie der, so ähnlich wie der Wink of Stella. Und da beglitter ich jetzt auch die Blätter mit, weil das ist sehr schön, auch hier bei dem Pergament. Das ist, wird nicht wellig, wenn man das auch beglittert. Das ist sehr schön. Bei dem Grün sieht man natürlich, wo man schon überall drauf war, weil das wird dunkel, das trocknet aber hell nachher nach. Ich hoffe, mein Kopf ist jetzt nicht so weit im Bild. Ja. Hier habe ich bei dem habe ich noch eine kleine Schleife drauf. Wir bleiben mal eben gucken. Wir haben im Hauptkatalog ja noch so ein Kombipack vom Bender und da ist dann eben halt auch das Grün drin, das ganz schmale Grün. Welches Kombipack das ist, das setze ich euch in die Infobox. Dann seht ihr, welches das ist. Das brauchen wir auch gleich für die Text noch. So, ich hoffe, dieses Beglittern, ihr seht das. Das war das. Dann machen wir da noch mal eben einen Glitzerstein drauf und hier auch, wo das Magnet ist. So, das war jetzt das. Jetzt kommen die Tags noch und zwar machen wir das mit der Stanze Etikett für jede Gelegenheit, nennt sich das. Deswegen hatte ich jetzt auch dieses Blütenrosa hier liegen. Wieder zumachen. Dann habe ich meine Handstanze und mache da ein kleines Loch rein. Das könnt ihr auch mit eurem Crocodile machen. Das ist nur fürs Band, dass das fixiert wird. Ich hatte eigentlich das Band auch vorbereitet. Ich muss mal eben schauen, wo ich das jetzt wieder hingewühlt habe. Ich zeige euch jetzt nicht, wie mein Tisch aussieht. Nein, weil der sieht da. Ein Band ist hier. Und wo ist das andere? Ach, das ist das. Da hatte ich in ein Stück. Das muss ich eben durchschneiden. Hier, dieses Grün passt perfekt. Also es muss dieses Grün sein. So. Mal eben da durch. Durchs Loch durch. Na, der will nicht. So. Und das wieder zurück. Und das brauchen wir zweimal. Das können wir hier erstmal eben aufmachen. Hier reinschieben. Das kommt bei dem anderen auch. Ich hoffe, das Video wird jetzt nicht ganz zu lang. Aber okay, das ist jetzt ja auch nicht mal eben schnell gemacht.
sondern ist schon ein bisschen aufwendiger, ist aber ein nettes Geschenk, muss ich sagen. So, und zwar schneiden wir dann das hier ab. Hier können wir es auch machen. So, im Prinzip ist jetzt der Kalender fertig. Gut, das Blatt geht jetzt immer mit unter. Ich habe das jetzt ein bisschen weit runter gemacht. Das hätte einen Ticken seitlicher machen können. So sieht es doch schon gut aus, oder? Meint, was sagt ihr? Jetzt, was ich jetzt noch mache, und zwar habe ich jetzt noch mal eben aus dem Stempelset habe ich mir die Blüte rausgenommen. Das hatte ich euch vorhin, glaube ich, gezeigt. Und zwar hier diese Blüte habe ich mir jetzt rausgenommen. Die stempel ich. Dies habe ich hier auch gemacht. Hier seht ihr das. Auf ein paar Seiten. Ja, mein, jetzt geht mein Januar ist weg. Den muss ich gleich mal eben ganz sauber noch mal eben wieder zuschneiden. Aber hier seht ihr das. So, passt. Also wie gesagt, der Kalender ist ja nur nicht zwingend notwendig. Man kann es auch ohne Kalender nehmen und verschenken. Ist völlig in Ordnung. So, jetzt machen wir noch mal eben. Was ich hier mache, sind immer so ein paar, ja, so ein paar Blätter, die ich dann, ich mache nicht jedes Blatt, nur immer so ein paar zwischendurch. Das ist immer nett, das sieht gut aus. Man kann es auch überschreiben. So, das war es eigentlich schon. Das reicht schon. So, fertig, der Kalender. Oder beziehungsweise der Kellnerin-Block. Hier ist mein erstes Werk, hier ist das zweite Werk. Ach, hier fehlt noch eine Schleife. Ja, die wollen wir aber noch mal eben machen. Ich hole jetzt noch mal eben schnell. Ist zu kurz. Hier ist noch Band. Kann ich euch leider nicht so zeigen. Hier müsst ihr euch nicht wundern, da hatte ich aus einem anderen Set mir eine Blüte rausgestanzt. Fand ich hier jetzt aber nicht so schön, muss nicht unbedingt sein. Wer das will, kann es gerne machen. Eine kleine Blüte dann noch rübersetzen. Ich hatte es hier gemacht, weil man das Magnet dadurch gesehen hat. So, jetzt machen wir mal eben die Schleife. Kleine Schleife. Können wir abschneiden. So, hier auch. Jetzt hier machen wir mit dem Glue Dot. Das zeige ich. Ups, meine Schleife ist weg. Ach da. Das zeige ich euch gleich, wie man das macht mit dem Glue Dot. Den zieht man einfach so mit dem Fingernagel ab und dreht den ein bisschen und macht den hier eben halt die Schleife mit drauf. Ja. Auch sieht besser aus mit Schleife. Ja, definitiv. Kleine Schleife geht immer. So, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt das nacharbeiten. Die Maße, wie gesagt, stelle ich euch noch zur Verfügung. Entweder in der Infobox oder auf meinem Blog. Werdet ihr finden. Heute ist ja der Weltkartenbasteltag und ja, ich würde jetzt mal sagen, ich habe zwar keine Karte, aber gebastelt habe ich auch. Und somit bin auch ich in der guten Lage zu sagen, ich habe am Weltkartenbasteltag gebastelt. So, das war's. Ich freue mich immer über einen netten Kommentar, einen Daumen hoch. Ich hoffe, ihr arbeitet das nach. Und ich wünsche euch allen noch ein paar schöne Tage. Seid kreativ, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!